Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Mohammed Ali in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Mohammed Ali von Motrip und Alias, das Ganze vergangenen Freitag erschienen. Die Box habe ich euch ja bereits vorgestellt und jetzt ist es an der Zeit für die Vinyl. So sieht das Ganze aus. Bevor wir die Folie abnehmen, haben wir hier noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier Motrip und Alias Mohammed Ali als limitierte Doppelvinyl inklusive Download-Voucher. Okay. Gut, nachdem wir es zur Kenntnis genommen haben, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. Hier unten lässt sich das ganz gut öffnen immer bei solchen Gatefolds. So. Okay, also so sieht das Ganze aus. Wir haben hier einen weißen Rahmen und in der Mitte haben wir dann diesen Boxring mit Neonröhren oder Neonleuchten statt den Seilen. Und was hier auffällt, im Gegensatz zum regulären Cover, wie wir es vom Album her, von der CD her kannten, die Ecken hier sind nicht besetzt. Normalerweise waren ja hier Motrip und Alias in den Ecken jeweils sich gegenüber gestanden. Das fällt hier auf der Vinyl Edition scheinbar weg. In der Mitte haben wir das Logo, diese geballte Faust aus den verschiedenen Elementen, Würfel, Rose, Rasierklinge, Geldscheine, Diamanten, Ketten, Patronen, das hier ein Herz, also und das hier wohl die Krone, Mohammed Ali, dann rundherum Stacheldraht und da unten lese ich dann auch wieder Interpreten plus Albumtitel. Alles klar. Dann haben wir auf der Seite auch wieder Mohammed Ali, Motrip und Alias stehen. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 17 Tracks an der Zahl. Und wir haben hier Features von Summer Jam, Kollega, Manuelsen und McLeod. Also hier unten dann auch noch die Credits und Barcode. Und auch hier wieder diese Stacheldrahtumzäunung. So sieht das Ganze dann von innen aus. Links schlicht Mohammed Ali, rechts dann diese Faust, dieses Logo. Dann werfen wir mal einen Blick ins Innenleben. Wir haben hier einmal Vinyl Nummer 1. So sieht die aus, in so einer weißen Papierhülle mit schwarzem Aufdruck. Auch hier wieder diese Faust, dieses Logo. Und die Vinyl ist dann klassisch in schwarz gehalten. Sieht dann so aus. Das ist die A-Seite. Und dann genau negativ dazu die B-Seite, also hier schwarz-weiß und die A-Seite eben weiß-schwarz. So viel zu Vinyl Nummer 1. Machen wir mal wieder hier in die Hülle. Und dann haben wir noch die zweite Vinyl. Hier auf der rechten Seite. Von der Gestaltung her ident. Und dann haben wir hier die C-Seite und natürlich die D-Seite. Jawohl. Dann machen wir auch diese Vinyl hier wieder mit rein. Und wir haben dann auch noch, wo haben wir ihn? Ja, das sieht gut aus. Auch wenn er jetzt hier unten festhängt. So. Dann haben wir hier einen Download-Code. Und zwar, ich halte jetzt den Code in dem Fall zu. Hier lesen wir, besuche den Store, gib den Gutscheincode ein, klicke auf Go, geh auf Download und der Download beginnt. Alles klar. Also, mit Hilfe dieses Zettels, hier bekommt ihr noch einen Download-Code. Finde ich immer ganz schön, gerade bei Vinyls, weil es ja auch angenehm ist, wenn man das Ganze jetzt nicht nur auf dem Plattenspieler anhören kann, sondern dann mit Hilfe des Codes das Ganze auch digital genießen kann, auf dem Handy, auf dem Laptop, PC, wo auch immer. Und somit dann das Album auch noch in digitaler Version erhält. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Vinyl Edition befindet. Wir haben hier die beiden Vinyls, also dieses Doppelvinyl hier, A, B, C und D-Seite.
mit insgesamt 17 Tracks. Darauf befinden sich drei Features und diesen Beileger, diesen Zettel hier mit dem Download-Code. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition von Muhammad Ali. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dieser Vinyl Edition? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Motrip und Alias unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.